gucken wir uns mal die sogenannten Image-Hotspots von H5P an. Das ist ein Beispiel für das, was man mit H5P machen kann. Dafür bin ich hier auf einer Website, die heißt h5p.org. Da könnt ihr selber drauf gucken. Und die hat hier oben diesen Punkt, der heißt Examples and Downloads. Und wenn ich da drauf klicke, geht eine neue Seite auf. Und ihr seht hier viele kleine Bilder und die zeigen halt verschiedene Sachen, was man mit H5P machen kann. Und ich möchte mir jetzt hier diese Image-Hotspots anschauen. Und dann klicke ich da drauf. Und dann seht ihr im Prinzip auch schon eine Beispielseite. Also häufig hat man ja den Fall, oder was heißt häufig, es gibt den Fall, dass man irgendwie eine Grafik hat und da müssen Detailinformationen ran, zum Beispiel wenn man was beschriften muss. Und das wird dann irgendwie schnell sehr unübersichtlich, wenn man lange Erklärungstexte noch mit dran setzen will. Also das funktioniert nicht so gut. Und das kann man hiermit machen. Also man lädt hier ein Bild in den Hintergrund, ne? Das ist das Bild, das ich erklären möchte. Ich kann dann sogar in den Vollbildmodus schalten. Und jetzt seht ihr da kleine Punkte, die kann man halt draufsetzen. Und als Lehrender sagt man noch, okay, jetzt habe ich einen Inhalt, einen Detailinhalt, der ist jetzt wichtig zu diesem Punkt, zum Beispiel hier zu diesen Blaubeeren. Und dann hinterlege ich zum Beispiel, wie hier, einfach noch ein bisschen Erklärungstext. Also welche Vitamine sind da drin und was sind noch so für Stoffe da drin? Wofür sind die gut? Das kann man damit machen. Geht auch mit Papier klar, aber es wird schnell unübersichtlich. Und ich mag das, dieses Konzept, dass man erst so einen Gesamtüberblick hat. Ne? Das sind alle Beeren. In dem Fall Beeren als Beispiel. Und im Detail kann ich mich jetzt weiter informieren und nachgucken. Und das geht nicht nur mit Text. Ich kann das auch noch zeigen, wenn ich hier unten drauf klicke. Dann geht auch ein Fenster auf, aber da ist dann ein Video drin, was dann tatsächlich abgespielt wird. Und was natürlich dann noch ganz andere Möglichkeiten bietet, die man auf Papier gar nicht hat. Also ich kann nicht ein Blatt Papier haben und mir dann sofort ein Video angucken. Dann muss ich vielleicht mit einem QR-Code arbeiten oder sowas. Kann ich hier einfach direkt einbinden. So, wir hatten Text, wir hatten Video, Bilder gehen auch, das zeige ich noch in dem zweiten Beispiel. Dann hatten wir vielleicht auch sogar eher noch einen praxisnäheren Anwendungsfall. Das ist das hier, das mache ich auch nochmal groß. Also hier gibt es eine Landkarte und da sind jetzt halt verschiedene Länder. Und vielleicht brauche ich ja Detailinformationen zu den Ländern, zum Beispiel das hier. Na, dann bekomme ich halt Text und da ist auch noch eine Grafik drunter, kann ich auch kombinieren. Also ich könnte auch noch ein Video drunter setzen, ganz wie ihr das braucht. Also sehr flexibel, ich mag diesen Inhaltstyp sehr gerne und das ist halt nur eine von vielen Möglichkeiten, die man mit H5P hat.